Codemasters. Oh, ein Auto. Ja, hallihallo zu dieser neuen Aufnahme und neuen Folge. Ein Spiel, als ich mich mal umgeguckt habe im Internet, was es aktuell so für Spiele gibt, die man mal spielen könnte, da habe ich gedacht, was Rennspiele angeht, würde ich gerne dieses hier mal spielen. Unter anderem. Ich habe ja nur noch Need for Speed gespielt vor einiger Zeit. Oh, nett gemacht hier. Und zwar habe ich gehört, dass das ein sehr klassisches Must ist, wenn man mal wissen will, wie Rennspiele so sind. Nicht mein Genre, aber ich wollte es mal ausprobieren. Das Spiel heißt übrigens Dirt. Und es hat meine Auflösung verschoben. Ich sehe schon wieder nichts. Menno. Ich sage erstmal Prost. Ich trinke hier nochmal ein Malzbier. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Mhm. Colin McRae. 2006, so alt ist das schon. Welcome to Colin McRae Dirt. Hey, my name is Travis Pastrana. If you want to become the world's best off-road driver, then stick with me. I'll show you the ropes. Let's get the paperwork out of the way first. Fill in the personal details and we can get started. Mhm. Driver Name. Da würde ich mich gerne mal Kitsunaki nennen. Und warum ist im Hintergrund so ein Stöhnen? Ich bin tatsächlich deutsch. Accept Profile. Ist das wichtig? Ja, mach mal Autosave hier. Ja. Bitte den Computer nicht ausmachen, während man speichert. Alter, wer sagt denn das, bitteschön? Das machen normalerweise auch nur Konsolenspiele. Bitte die Konsole nicht ausschalten, während gespeichert wird. Nun ist gut hier. Ja. Autosave enabled. Ja, das ist so schön, wenn das funktioniert. Choose to race from three different categories. Rally World for some action racing. Career Mode is all about building your off-road career. And Championship Mode is the ultimate rally experience. They're all great, so hurry up and get stuck in. Aber schön gemacht. Also für 2006 ist das voll das coole Menü. Career, machen wir doch erstmal das, was ganz am Anfang steht. Excellent. But don't jump in straight away. You're not ready to go just yet. Let me show you around before you get started. Tier 1. Check it out. Winners only know how to go in one direction, and that's the very top. This is the path to glory, your road to destiny. Also ich kenne das immer umgekehrt, dass Tier 1 das Beste ist. Champions, where only the elite can compete. Man, I love the garage. This is where the nuts and bolts of your career are made, not just your car. Here you can keep up to date with your stats, buy and upgrade your machine, and have fun with all the latest gadgets. Get all dressed up, man. So let's get going. Your career begins here. I've lined up a few starter events, which are totally cool, and Colin's given you a choice of cars to drive. Sweet. Each event is clearly marked for different skills and disciplines. You can check out the locations of where you're going to race, but most of all, you can boost your ego by checking out how many points you've won so far. Want to know more? No problem. Get more details here to see if you've got the right car to drive, and what gnarly track is ahead of you. Here, select the difficulty level of your opponents for the event. As you can see, you win more cash the harder it gets. That's the way I like it. Das ist schon klar. Can you taste it? We're almost ready to drive. But hold up a second. First, choose your ride. I can give you the spec on any of the cars. All you gotta do is ask. Once you've got your car, you're ready to race. Come on, man. Let's get going. Time to get serious. That's it. You're ready to rock. Pick an event. Let's go racing, man. It's time to head out. Man. Oh Mann. Also ich mag die Musik und ich hoffe, die GEMA haut mich nicht wieder deswegen. Ich mache erstmal das allererste. Komm, das allererste. Clubman, Amateur, Rookie. Rookie ist Neuling, Clubman, Amateur, Pro, M, Pro. Er hat ja eben gerade Clubman gesagt, ne? So, ich probiere es einfach mal. Ist ja mal gut, hör jetzt auf zu labern. Ich will einfach mal fahren. Ich will wissen, wie sich das Spiel anfühlt. Und hier kein Pro werden in einem Spiel, was ich eh nur eine Folge lang spielen werde. Unglaublich. Ist das, Oh, Dirt Executable funktioniert nicht mehr. Ja. Das ist ja schön. Nicht. Wie
wie jetzt auch alles verschoben ist. Oh. Ja, es tut mir leid, ne? Ihr habt jedenfalls das Menü gesehen, das war schön, ne? Ja, Beowulf wollte ich eben starten, das funktionierte auch schon nicht. Temple of Elemental Evil funktionierte nicht. Das sind halt alles so alte Spiele. Na gut. Jetzt muss ich erstmal wieder alles verschieben hier, weil sich alles verändert hat. Fürchterlich. So. Hauen wir das weg. Hier haben wir noch was von Core Design. Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3. Haben wir doch schon gespielt. Im Stream. Habe ich mehrfach installiert. Unglaublich. Dark Mysteries. Deep Silver. Was machen wir denn? Was spielen wir denn jetzt? Oh Gott. Etwas, was ich auch nicht so schätze jetzt. Mache ich mal die höchste Auflösung, die geht. Das ist 1024x768. Oh Mann, da wird mir doch gleich wieder alles durcheinander gehauen. Dann versuche ich doch mal Fenstermodus zu starten. 32-Bit ist das höchste, was geht. Spielen wir mal. Im Fenstermodus hoffe ich halt, dass mir nicht alles durcheinander geworfen wird. Also mache ich mal. Aufnahme, hier sind wir. Bitte Spiele-CD einladen. Noch beenden. Was ist denn noch? 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 Duke Nukem Manhattan Project funktioniert also auch nicht. Wupp, sind wir wieder draußen. Das ist Mini-Let's Play, meine Lieben. Da kann sowas schon mal passieren. Ich werde so einen Spaß haben, hinterher das alles zu schnibbeln. Ubisoft, was haben wir denn hier noch? Blue Byte? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind alles längere Spiele, die brauchen eine eigene Folge. Call of Juarez. Hatten wir das nicht? Das habe ich doch auch in Steam. Call of Juarez. Das ist doch hier das Ballerspiel. Ich öffne mal eben Steam. La la la. Und wie geht es euch so, meine Lieben? Ja, es ist alles ein bisschen durcheinander. Das ist alles durcheinander. Aber dafür ist es Mini-Let's Play, ne? Wir erwarten hier nichts. Das ist alles nur zum Ausprobieren, rumprobieren. So, was bekomme ich hier? Was soll ich spielen? Alles Mögliche. So, Spiele. C, wie Call of Juarez Gunslinger. Ah, okay, das ist nochmal eine erweiterte, neuere Sache. Ich guck da mal. Ja, dann könnte ich ja mal kurz Call of Juarez starten und wir gucken. Call of Juarez ohne Gunslinger. Die Seriennummer ist falsch. Bitte installiere das Spiel neu. Ich hätte diese Festplatte nicht einfach so übernehmen sollen, 1:1. Machen wir doch nochmal ein sehr schönes Spiel, Truck Racer. Schon wieder so ein Rennspiel mit Trucks und so. Oh Mann. Gehst du auch? Erstelldatum 7.01.2016, das glaube ich nicht. Das muss ich schon länger haben. Im Hintergrund aktualisiert er jetzt gerade Steam-Spiele. Und da ist MBTR-Setup. Oh, ich mach mal eben kurz den Taskmanager auf. Hat das denn gestartet? Was macht Cortana eigentlich an? Ich mach doch gerade gar nichts mit ihr. Host für Windows Shell. Ich guck gerade, ob das in den Tabs irgendwo offen ist. Ich sehe es aber nicht. Da ist zwar eine Bazillion Sachen sind da offen, auch Sachen, die da gar nicht reingehören. Wo ich mich frage, warum bist du an? Jupsen Mon, was? Ach, das, okay. Das Input-Output-Monitor-Server. Boah. Ja, das ist eine spannende Folge bisher, ich weiß. Ihr könnt mich hauen, aber so ist das manchmal. Okay, Truck Racer haue ich halt raus. Funktioniert scheinbar nicht. Worms World Party. Worms kennt man, oder? Bitte legen Sie die CD-ROM ein. Also auch nicht. Mensch, das ist ja hier. Patience.
Ich habe hier überhaupt keine Autorun.exe. Click Media. Das klingt ja... Spielfieber. Kann ich dich mal tracken? Da haben sich Symbole von... Oh Gott, die haben sich Symbole von Windows Vista geklaut. Für vor und zurück und X und so. Alter Schwede. Es ist ein Solitär-Game. Ich beende es sogleich. Vielen Dank, dass Sie sich für Spielefieber entschieden haben. Mit alles mit Windows Vista Forms und so. Oh Gott, nein. Nein, nein. Weg damit. Wie kann ich geschlossen werden? Ist noch offen. Das sehe ich anders. Sonst werde ich dir die Festplatte einfach mal kurz rausziehen. Das ist mir ja egal. Wenn ich sage beenden, dann ist beenden. Wer ist denn hier der Administrator? Ich sollte Superuser sein. Dann wird das kein Ding. Oh Gott, also wieder in den Taskmanager. Ich hoffe, ihr fühlt euch wenigstens durch mein Gemecker unterhalten, selbst wenn wir hier nicht vorankommen. Wie heißt das Ding? Spielfieber, wie hieß das? Autorun, ne? Auto. Spielefieber, wie heißt das? Petinsen? Find hier nichts. Das ist nicht offen. Sonst würde ich ja gerne den Prozess abwürgen. Oder hat er sich hier im Tray abgelegt? Ach, leck mich doch. Nicht HP-Support. Du hast da gar nicht hin. Eigenschaften. Nicht von Tagesleiste. Ich will dieses Programm hier wegkriegen. Oh Mensch, es tut mir so leid. Jetzt will sich irgendein HP-Manager installieren. Leck mich doch am Arsch. Und jetzt habe ich wieder drauf gedrückt. Ich bin auch zu dämlich. Kackendämlich manchmal. Okay, in der Traybar ist es jedenfalls nicht. Dieses HP-Update-Ding, das kann weg. HP-Quick, das kommt weg. Das braucht kein Schwein. Jetzt gucke ich nochmal hier. Wo ist dieses Programm versteckt? Adobe Acrobat Film und Fraps. Console Host Audix. Das nicht nach jüngst gestartet sortieren? Bei 100 Millionen Prozessen, die ich hier habe, bringt mir das sonst nicht viel. Alter, ich hasse sowas. Sowas irgendwo anders geöffnet, ist mir doch egal. Weißt du, was ich denn mal mache? Lösche ich einfach die einzelnen Daten raus. Fertig. Dann ist autorun.exe vielleicht noch drin, aber es kann nichts mehr. Fertig. Und hier ist noch ein Spielfieber Deluxe. Oh Gott, das kommt alles weg. Und noch ein Solitär. Ich guck mal rein. Auch so ein Ding, das haben wir in der Schule früher gemacht. So mit diesen... was aufgebaut ist wie ein Mensch ärgere dich nicht fällt, wo man immer einen überspringen muss. Das haben wir im Werkunterricht mal gemacht. Gott, ich war überhaupt nicht gut im Werken. Natürlich mit einer Grafik von einer Software irgendwie von Anfang des Jahrtausends. Ja. Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber das kann ich euch nicht zeigen. Nee, ja, weil es natürlich so schlimm ist. So gruselig. Ich suche hier gerade was ich zeigen kann. Das ist auch nur so ein Spiel, Solitär, das ist so das Richtige. Das ist natürlich nur ein Spiel, was man mal eben kurz und so, kann man von zwei Perspektiven spielen, Draufsicht, Seitensicht und ja, das ist natürlich, wie groß ist die Datei? Nicht mal 1 MB. Ja, was haben wir hier denn noch drauf? Empire Earth AOC, das ist doch auch ein größeres Spiel, oder? Ich
drück da mal drauf. Oh, no disc inserted. Ja, das ist auf jeden Fall eins, das wir nicht spielen können. Empire Earth normal. Programm wurde eventuell nicht richtig installiert. Mensch, wir haben ja hier einen Glücksrun. Wie gesagt, das liegt hier alles schon ewig rum. Richard Burns Rally. Das klingt nach Rennspiel. Intro.exe, Startup.exe und Burns Rally. Ich mach mal einfach Burns Rally.exe. Höchste Auflösung ist... Ah, oh Gott. Ja, die höchste Auflösung ist eine merkwürdige. Und weiß... Und, oh Gott. Und wisst ihr, wie die Buttons heißen? Null, Null und Null. Wisst ihr, was Null bedeutet? Null bedeutet in der Programmiersprache inhaltslos. Eine Variable ist Null, wenn sie nicht deklariert ist, also nicht mal Null. Ne, der Wert Null ist eine Null, aber Null ist leer, da ist nichts. Gar nichts. Nicht mal der Wert Null. Das ist genauso wie der Unterschied zwischen einem leeren Raum, in dem keine Materie ist, und einem Raum, wo nicht mal Raum drin ist, wo nicht mal etwas sein könnte. Da ist weg, da ist nichts. Null ist nicht vorhanden. Das heißt, die Programmierer haben vergessen, die Buttons zu beschriften. Das klingt doch schon schön. Ich drücke mal auf den Button, der hervorgehoben ist. Vielleicht heißt er ja Starten. Mein Rechner macht keine Anstalten. Und es startet sich auch nichts. Richard Burns Rally. Na, dann hauen wir das auch runter. 2,55 GB wäre sogar größer gewesen, das Spiel. Oh. Was haben wir hier noch? Deathman. Oh, er startet es mal. Puh, das ist ja... Das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus. Ich drück mal auf. Aufnahme. Domini Games. Oh, schöner Mauscursor. Oh, Deathman. Hallo Player. Ich heiße nicht Player. Aber ich glaube, wir spielen das nicht lange genug, als dass es sich lohnen würde, es umzubenennen. Ich drück mal spielen. Und guck mal, was Deathman ist. Wer ist die anmutigste und schönste im Land? Ah ja. Eines Tages beschloss Kosht Shay, dass es an der Zeit ist, eine Gemahlin zu finden. Eben 3 Stunden für den Text, jetzt 2 Sekunden. Er trat vor seinen magischen Spiegel und befahl, diesen schönste Frau des Landes zu zeigen. Der Spiegel zeigte ihm die Zarin, schönste Frau ganz Russlands. Ist das abgekupfert von Dornröschen? Von Schneewittchen natürlich. Oh Mann. Der Bösewicht stieß hinab wie ein schwarzer Wirbelwind, nahm die Zarin gefangen, sperrte sie am anderen Ende der Welt in einen Turm. Der älteste Sohn der Zarin begab sich auf die Suche nach seiner Mutter, verschwand jedoch spurlos. Hat jemand wieder etwas von ihr gehört oder gesehen? Aha. Brach der zweitälteste Sohn auf, um seine Mutter, die Zarin, zurückzuholen. Und wir sind der zweitälteste Sohn wahrscheinlich, ne? Jetzt muss der jüngste Sohn seinen Wert unter Beweis stellen, indem er seine Mutter zurück nach Hause holt. Hat mich doch nicht irgendwas von zweitjüngstem gehört? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch nur falsch gelesen, weil ich gerade noch kribbelig bin von den 100.000 Spielen, die eben nicht funktioniert haben. Oh, was haben wir denn hier? Nimm diesen Rucksack und unterwegs wirst du viele nützliche Dinge finden und diese Tasche brauchen. Ohne Schlüssel bekomme ich den Koffer nicht auf. Sterne helfen dir bei der Quest. Ein Stern bedeutet... Oh, ich mache Katz. Mehrere Sterne symbolisieren aktiven, versteckten Schauplatz. Ich muss einen speziellen Schlüssel finden, um diese wundervolle Truhe zu öffnen. Ja, die ist total wunderschön. Wie kann der Staub von dem Gemälde entfernt werden? Durch Pusten? Vom Staub zu befreien. Ach so, einen Vorhang nehmen wir jetzt einfach. Der jetzt aber auch nicht aufgenommen wurde scheinbar. Etwas platzieren, damit das Sonnenlicht unter das Bett fällt. Ein Spiegel wahrscheinlich. Warum nehme ich nicht einfach eine Taschenlampe? Oder mein Smartphone. Ein Knopf. Ein Ring. Ein Tuch. Ein Schlüssel. Hier ist nichts großartig mehr. Oh, ich wünsche, ich hätte genügend Licht, um unter diesem Bett zu suchen. Ich denke mal, wir nehmen erstmal den Lappen. Okay, den Lappen gibt's nicht mehr. Wie praktisch.
Okay, aber haben wir den Schlüssel auch nicht mehr? Mhm. Wen haben wir denn da? Lang lebe der Zar, Vater, ich möchte euch um eure... Habt Dank. Es bricht mir das Herz, dich, meinen einzigen noch verbleibenden Erben, gehen zu lassen. Aber wenn dies dein Schicksal ist, dann... Oh, habt Dank, Vater. Ich verspreche da... Sag mal... Ich überspringe das jetzt. Ey, das kann doch kein Mensch in der Geschwindigkeit lesen. Gulaschspiel. Also das Erste, was ich mache, bevor ich ein Spiel rausgebe, und hier auch ein schöner Bildfehler von oben nach unten, das Erste, was ich mache, wenn ich ein Spiel rausgebe, was dann auch noch Geld kostet, ist doch wohl zu testen, ob es funktioniert und ob sich das so spielen lässt, wie ich mir das gedacht habe. Und sag nicht, für so einen ganzen Wall of Text hast du 3 Sekunden. Nicht mal. Ich bin nicht motiviert, dieses Spiel weiterzuspielen. Hier kann man es sicher nachlesen. Ich meine, das ist schön gemalt. Auch wenn ich mich frage, warum das hier in so einer komischen Auflösung ist, umgeben von schwarzen Rändern. Wahrscheinlich, weil es alt ist. Vater ist gegangen für mein Verfolgungsbeet, aber es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Ich habe doch drüben noch gar nicht alles erledigt. Kann ich da nochmal rein? Yo. Aha. Mit hin und her. Verschlossen. Ich muss nach dem Schlüssel suchen. Wie immer. Na los, öffnet die Tore für den Zarewitsch. Oh, das würde ich gerne, mein Zarewitsch, aber sie sind verschlossen und ich habe keine Zeit mehr, meinen Text richtig auszusprechen. Okay. Schöne Stabäxte hier. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ich weiß es nicht. Sachen gibt's. Was haben wir jetzt dabei? Können wir den Handschuhen denn wenigstens hier? Das Bild waschen? Nee. Irreparablem Schaden zufügen. Ganz ehrlich, ich brauche bei dem Sonnenschein von außen eh nichts, um unter das Bett zu gucken. Da hebe ich die Bommeln an von meiner Tagesdecke und dann hat sich das. Da ist der Schlüssel, um diese Truhe zu öffnen. Nicht? Okay. Grümer müssen aus 2 Teilen zusammengesetzt werden. Das gab es also schon früher. Ja. Was ist da drin? Ein Schlüssel. Wahrscheinlich. Nee, ein Medaillon. Diese Geräusche, die sind alle so wirr. Zusammengewürfelt. Brechstange. Ein Käfer. Aber sicher kein VW-Käfer, ne? Was haben wir denn hier noch? Vogel 2. Was ist denn Vogel 2? Da haben wir schon mal die Fledermaus. Schnecke. Löffel. Ist das eine Medaille? Ja. Gras. Das ist aber kein Gras, das sind Kräuter. Flammen. Wo brennt denn hier was? Ich sehe nichts. Käferflammen, Hufeisen. Hufeisen haben wir da. Oh, Kätzchen hier, ne? Vogelkäfer und Flammen. Vogel. Die Feder reicht wahrscheinlich nicht. Der Vogel? Das war es nicht. Aber es ist weggegangen. Okay. Da ist ein Käfer. Flammen und Vogel. Das ist ein Vogel. Ein Hahn halt. Und Flammen. Da. Als Symbol.
Unglaublich. Gefunden Brechstange, wie in jedem solcher Spiele. Ich sag da nichts zu. Können wir denn jetzt die Truhe aufbrechen? Natürlich nicht. Wozu haben wir auch den Stab? Kann ich denn hier unten das Ding aufbrechen? Den Schrank? Der ist doch offen. Wenn alles gut ist, ist das Schloss nicht verrostet und der Schlüssel passt. Wenn alles gut geht. Damit kann ich das Schloss nicht öffnen. Das ist also ein Schloss hier. Die Bücher. Dann sag das auch. Du Intelligenzknoten, du. Nom. Buff. Hab ich nicht Ahnung, was muss ich tun hier? Hab ich nicht Lust. Hab ich geh ich. Tschüss. Ja, verlassen. Das ist. Das motivierte mich nicht. Komisch. Aber weil das so eine durcheinandere Folge ist, werde ich noch was aufnehmen, damit ihr euch nicht so sinnlos fühlt. Das Spiel hieß Death Man. Total der einfallsreiche Name. So. Beyond the Legend. Mysteries of Olympus. Mal gucken, ob es sich starten lässt. Jo. Und Aufnahme. Taeyeon, Rondomedia. Und da haben wir Mysteries of Olympus. Nehmen wir mal freier Slot. Name. Kitsunak. Ich kann nur Kitsunak heißen. Wahrscheinlich, weil das anders sonst kein griechischer Name wäre. Keine Ahnung. Neues Spiel. Taeyeon präsentiert. Das sieht erstmal gar nicht so trashig aus. Und die Auflösung hat auch nicht alles verhauen. Was ist los? Theron ist der wohl bekannteste Jäger Griechenlands. Eines Tages lernt er bei der Jagd die wunderschöne Artemida kennen. Wohlwissend, mit wem sie es zu tun hat, fordert sie ihn zu einem Jagdduell heraus. Während sie im Wettstreit miteinander liegen, wächst ihre Liebe. Ah ja, was hat jetzt das Bogenschießen mit Poppen zu tun? Das ist Zeus. Aber Zeus Artemidas Vater will seiner Tochter nicht gestatten, die Ehe mit einem Sterblichen einzugehen. Sperrt sie auf den Berg Olymp ein. Als Hera und Hermes sehen, wie sehr Theron trauert, beschließen sie, ihm zu helfen. Wie die Götter aber auch nichts anderes zu tun haben, als sich mit den Menschen zu beschäftigen. Hermes begibt sich zu Theron und bittet ihn, nach Athen zu gehen. Dort, so Hermes, kann das Abenteuer der Befreiung Artemidas beginnen. Brüll mir nicht so ins Ohr, Spiel. Ist relativ laut, aber ich kann das ja im Nachhinein alles regeln. Hau ab, glaubst du könntest hier einfach so nach Athen reinspazieren? Ja, warum nicht? Will er also nicht. Oh Mann, das fängt ja schon schön an. Sowas mögen wir doch. Ah. So, was brauchen wir denn überhaupt? Spinne, Seepferd, Baum, Handabdruck, Zwiebel, Heuschrecke, Münze, Farbpinsel, Hake, Sandalen. Baum. Das ist aber auch laut gerade. Handabdruck. Seepferd. Das sind ja alles nur Symbole hier. Ganz ehrlich. Ist das eine Spinne? Nee, das ist ein Katzengesicht. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe nur die Nase gesehen eben. Da ist eine Zwiebel. So eine Heuschrecke müsste doch auch leicht zu finden sein. Da haben wir sie. Die Spinne. Münze, Farbpinsel, Sandalen und Hake. Da ist eine Münze. Der Farbpinsel. Die sahen doch bitteschön zur Zeit der Griechen. Hatten die sicher noch keinen kleinen Blechpinökel, der hier so gerillt war. Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Dass der Pinsel schon immer so aussah, wie schon bei mir jetzt im Kunstunterricht damals.
So, Sandalen finde ich gar nicht mal so gemütlich, Sandalen, muss ich sagen. Auch im Sommer trage ich meist Schuhe. Ne? Okay, dann ist es eine Bürste. Sandalen und Hake. Eine Hake ist doch groß, da haben wir sie. Naja, ja. Geht so groß. Ach, das sind Sandalen. Könnte sie noch als nützlich erweisen. Da flackerte das Bild. Da oben ist eine Wache. Ist das nicht hier der Artemis-Tempel-Gekröse und so? Eine Eule. Wie wär's denn, wenn ich dich besteche? Wie großzügig, sei willkommen, Wanderer. Ja, ist klar, ne? So sind sie. Schön aber hier. Und total griechisch. Weiß und hellblau. Naja, hell ist relativ. Griechisch-blau halt. Oh, eine Katze will flauschen. Sei gegrüßt, Wanderer. In der besten Taverne von Athen. Hier kannst du dich satt essen und deinen Durst löschen. Für eine Drachme kannst du ja auch ein Zimmer mieten. Bruder Blinzel. Heute ist das Fest der Göttin Athene. Genau, Tempel der Athene war das. Diesem Anlass wird der meist erachtete Philosoph unserer Zeit, Aristoteles, Stufen zur Akropolis, all eure Fragen beantworten. Doch ist hierfür angemessene Kleidung Voraussetzung. Gibt es hier noch irgendwas? Angemessene Kleidung sind sicher Sandalen und ein weißes Gewand. Was haben wir denn hier? Doch nicht bitte schon wieder was suchen. Immer da, wo Krüge sind. Ich bitte dich. So, fünf Mosaikstücke. Ist das Mosaik? Ja. Mosaik. Ja, Mosaik. 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 Nicht so wechseln mit Mosambik. Mensch, das ist meine Stiefmutter da hinten. Nein. Das ist immer noch so ein Running Gag. Das sieht hier alles neu aus. Auch die Gabel sieht aus wie eine moderne Gabel und nicht wie so eine alte. Nee, wie gesagt, eigentlich habe ich auch gar nichts mehr gegen meine Stiefmutter. Die hat sich sogar von der ganzen Familie als einzige gemeldet zu Weihnachten. Also so telefonisch und so. Es hat mich ja erst sehr gewundert und ich war erst skeptisch. Aber es wirkte jetzt tatsächlich wie ein ganz, unverfängliches Gespräch, ohne dass da irgendwie ja was herausgefunden werden wollte, wie ich erst dachte. Deshalb. Nee, aber so allgemein haben wir seit Jahren nicht mehr großartig was miteinander zu tun. Wo ist denn hier die Schildkröte? Ist das da? Nee. Nee, wie gesagt, wir haben seit Jahren nichts mehr miteinander zu tun. Und das hat sich durch die Neutralität, durch die Entfernung natürlich auch so ein bisschen beruhigt. Es ist ja kein Wunder, dass er früher stinkig war. Wir waren ja auch dauernd im Familienkrieg. Sag mal, wo ist denn hier eine Schildkröte? Tipp. Toll. Das ist keine Schildkröte, das ist eine Figur. Könnte sie jetzt nützlich erweisen. Und es blinkelt wieder. Ich brauche eine Drachme, um dieses Zimmer mieten zu können. Das beste Gasthaus von Athen hat zwei Tische und ein Hinterzimmer. Da ist wieder eine Eule drauf. Aber nett sieht der Gastwirt ja wenigstens aus, ne? Der guckt immer nett. Können wir auch gar nicht ansprechen. Diesem Aufzug kann ich dich nicht hineinlassen und ein angemessenes Gewand kommst du hier nicht rein. Dieses Gebilde soll wohl eine Eule darstellen, wie scheinbar alles hier. Ah. Nimm schon diesen Kram. Ach so, drehen kann ich das alles auch noch. So, dann haben wir das doch. Das kann ich ja nicht riechen. Ja. Sie schon. Aha.
Da fehlen aber noch zwei. Ah, da oben, die dunklen. Eine Eule. Und nu? Kann ich da nun rein? Tatsächlich. Irgendwie diese farbigen Puzzleteile an den richtigen Platz zu legen. Ah ja. Wie das hier abgeschnitten ist einfach. Oh Gott, nein. Boah. Nicht solche Rätsel. Ach Gott, nein. Nein, 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 nein. So, da müssen blaue rüber. Ich hasse diese Minispiele tatsächlich. Das ist so diese Denk- und Knobelspiele. Boah. Naja. Ach so, da ist blau in der Mitte. Ja, dann geht das ja nicht mal. Dann geht das ja nicht mal, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Tja, jetzt fehlt da, jetzt ist nur noch einer falsch. Nein, du sollst sie nicht drehen. Du sollst hier hin und her schwutschen. Sollst du? Sollst du nicht. Wisst ihr was? Ich in meiner grenzenlosen Geduld sage mal, die Folge ist eh schon zu Ende. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Flupp, sind wir draußen. Wir sehen uns gerne in der morgigen Folge wieder und schauen dann noch ein bisschen rum in diesen Wirren. Wie der Nein-Knopf hier einfach mal. Was denn jetzt? Möchtest du wirklich zum Hauptmenü zurückkehren? Auf Ja tut das nicht und auf Nein tut das auch nicht. Naja, Alt F4. Dann ganz einfach so. Beyond the Legend Mysterious of Olympus. Beyond the Legend Mysterious Olympus. Brauche ich erstmal eine Seite nur für den Titel. Titel ist bald so lang wie die Dialoge des Spiels. Nein, nein, ich will ja nicht meckern. Manche Leute können jetzt sagen, der Typ hat aber auch gar keine Geduld. Es muss mich schon catchen. Aber ich gucke ja eh nur noch mal diese Sachen hier durch. Das ist ja nichts, wo ich mich festbeißen würde. Denke ich mir nicht. Ich glaube, das ist ein Minispiel, um es durchzuwuseln und durchzugucken. Gut, meine Lieben. Dann vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr das wollt. Bis dahin sage ich einfach Tüdelü.